So, da bin ich wieder. Diesmal nicht vor der Kamera, sondern dahinter. Das erste Stück, was ich euch gerne zeigen möchte, ist eine Statue des Buddha Shakyamuni. Und zwar ist es eine bronzene Statue aus der Ming-Zeit. Und ist ganz interessant. Ich weiß nicht, ich muss gestehen, dass ich in China nicht ganz so viele Darstellungen von Buddha auf dem Sterbebett gesehen habe. Die scheinen entlang der Seidenstraße recht verbreitet zu sein. Aber sonst innerhalb von China findet man die scheinbar nicht so häufig. Oder ich habe einfach kein Glück. Also dieses Beispiel ist relativ spät, wie gesagt, aus Bronze. Glücklicherweise konnte ich die Kamera so positionieren, dass man alles sehen kann, was es zu sehen gibt. Was ganz interessant ist, es zeigt halt natürlich Buddha auf dem Sterbebett. Und wenn man die frühen Darstellungen davon entlang der Seidenstraße kennt, dann weiß man, dass immer eine relativ große Gemeinschaft an Leuten um ihn herum positioniert ist, die halt um ihn trauert. Es ist halt nicht so, dass er alleine abgeschieden irgendwo stirbt, sondern er wird aufgebahrt und seine Begleiter und die Anwesenden trauern halt um ihn. Und es gibt verschiedene Malereien vom Anfang der Zeit, als der Buddhismus nach Ostasien vorgedrungen ist, auch bis ins 19. Jahrhundert hinein, in ganz Ostasien, also China, Japan und Korea, wo man dann Darstellungen des Buddhas auf dem Sterbebett sieht. Und es gibt da halt verschiedene Ausführungen oder verschiedene Charakteristika, je nachdem, in welcher Region man sich gerade befindet oder was man gerade vor sich hat. Es gibt zum Beispiel teilweise auch Darstellungen, wo seine Mutter dargestellt wird, die noch einmal auf einer Wolke vom Himmel herabkommt. Seine Mutter ist ja kurz nach seiner Geburt gestorben und sie leistet dann sozusagen eine trauernde Gesellschaft und sieht ihren Sohn dann auf dem Sterbebett liegen. Und es gibt auch Darstellungen, da sind nicht nur Menschen um den sterbenden oder schon verstorbenen Buddha angesiedelt, sondern es gibt auch ganz viele Tiere, die im unteren Bereich meistens dann auch anwesend sind und den Tod beweinen. Jetzt scheint man hier, wenn man diese Kameraeinstellung nimmt, ich will jetzt nicht so wackeln, dass die hochnehmen, deswegen lasse ich das einfach mal so, nur den Buddha selbst zu sehen. Das Lustige ist aber, jetzt gehe ich doch mal vor die Kamera, hier sind überall solche kleinen Hückelchen oder von oben drauf kann auch so Löcher drin. Hier auch und an den Seiten auch, scheinbar auch hinten. Und das ist ganz interessant. Hier ist noch, da war was angebracht und hier ist es noch erhalten. Da waren so Plättchen angebracht. Und interessanterweise ist hier eine ganz wichtige Begleiterfigur des Buddha erhalten geblieben auf so einem Plättchen. Man sieht zwar nicht mehr viel, man sieht das hintere Bein. Ich mache meine Schatten so da drauf, zum Zeigen, das hintere Bein angewinkelt, das vordere Bein ausgestreckt. Die Person ist barfuß, man sieht also hier die einzelnen Zehen und trägt einen kurzen Rock. Und hier neben sieht man einen Vajra. Das ist so ein Donnerkeil oder ein Zepter. Und das ist das charakteristische Attribut des sogenannten Vajrapani. Das ist eine, man sagt so zorneserfüllte Gottheit, aber Zorn im positiven Sinne. Das ist halt so, wenn Buddha auf seiner Reise in Schwierigkeiten geraten ist halt Leib und Leben bedroht war sozusagen. Oder wenn Buddha durch Worte alleine seine Widersacher nicht überzeugen konnte, dann ist Vajrapani eingeschritten und hat dann halt seinen Donnerkeil geschwungen. Ja, das ist das Erste, was ich euch zeigen und erzählen wollte. Und dann gehen wir gleich mal weiter.